Kopfüber in die Kunst tauchen Familien im Museum Ostwahl im Dortmunder U. Bei einem Parcours aus 8 unterschiedlichen Installationen können Kinder und Erwachsene Kunst anfassen und erleben. Wie den Schaumraum von Ferdinand Spindel zum Beispiel. Eine Höhle aus festem Schaumstoff zum Erkunden, Chillen und Wohlfühlen. Oder der durchsichtige Kubus von Marinella Pirellis Film Ambiente. Ein Raumgerüst aus transparenten Streifen, durch das sich die Besucher ihren Weg bahnen können. Zum Ausprobieren ist auch ein Projekt mit viel Bewegung von Christian Jankowski mit Hula-Hoop-Reifen. Ein anderes ist exklusiv für Dortmund entstanden. Die Sportstunde läuft in Schwarz-Weiß auf einem Bildschirm. 2 Wochen zuvor versammelte Jankowski Schüler und Schülerinnen des 5. Jahrgangs der Wilhelm-Röntgen-Realschule aus Dortmund dafür im Ratssaal. Die Ausstellung, zu der ich eingeladen war, hat ja was so mit immersive, also dass man irgendetwas bespielt und irgendwas anfassen kann, irgendwo Tabus bricht von Kunst, die so unnahbar ist. Der renommierte Künstler versucht, Räume ganz anders zu nutzen. Der Dortmunder Sportlehrer Kai Kirpschus findet die Idee super, die Sportstunde in den Ratssaal zu verlegen. Nee, super interessant, sonst wäre ich ja nicht hier. Also das ist ja auch alles on top für mich. Und ich fand es spannend, ich fand die Idee auch ein bisschen verrückt. Und deshalb bin ich hier, weil ich es einfach spannend und interessant finde. Also ich war schon mal im Rathaus, jetzt auch schon im Neuen. Als das eröffnet wurde, waren wir mit unserem Schulpodcast hier. Und im Ratssaal saßen wir auch schon und haben dem Oberbürgermeister zugehört. Und ich vermute, die diskutieren da über Themen. Also wir haben hier gespielt und Akrobatik gemacht. Das fand ich sehr schön. Wir haben uns erstmal aufgewärmt und sind durch den Saal gelaufen und so. Das hat auch voll Spaß gemacht. Und dann haben wir die Pyramiden gebaut und so. Und dann durften wir so eine kleine Vorstellung machen und ja, dann haben wir viel Applaus bekommen. Zu sehen ist das Ergebnis in Kopfüber in die Kunst. Und auch hier haben Kinder das Sagen, denn sie haben die Ausstellung zum Teil mitgestaltet. Kinderscouts führen an bestimmten Terminen Kinder und Familien durch die Ausstellung. In Kopfüber in die Kunst sind die Experten und Expertinnen eben die Kinder.